herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Unterwegs, Wandern, Reisen, Fotografieren, die März-Ausgabe gegen Ende März. Heute leider nur aus dem Studio, aus meinem Heimstudio, aber natürlich dürfen wir von Reisen auch träumen. So, im ersten Beitrag begleitet ihr mich auf eine kleine Familientour ins Fichtelgebirge zur Schlossruine Weißenstein. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal unterwegs im Auto, und zwar mit der Familie. Zum Tag der Deutschen Einheit geht es heute nach Marktredwitz, um dort zur Burgruine Weißenstein zu wandern. Es ist eine kleine Familienwanderung und ich freue mich, dass natürlich meine Familie mich begleitet, aber auch, dass ihr mich heute wieder mit begleitet. Das Wetter ist sehr schön, ist angenehm, es sind 17 Grad draußen und bis zum Nachmittag soll es auch trocken und warm bleiben. Und heute für die Wanderung haben wir uns auch einige kleine Leckerlis oder einige Besonderheiten überlegt, um den Kindern auch die Natur oder die Motivation auch in die Natur zu gehen, etwas aufrecht zu erhalten. Ja, und ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Bis später dann. So, angekommen hier am Parkplatz in Hohenhardt, denke ich, heißt der Wanderparkplatz. Und von hier aus geht es 3,5 Kilometer, ist ein Rundwanderweg zur Burgruine Weißenstein und dann auch zur Kreuzkapelle und dann zurück hierher. Ja, gucken, das Wetter sieht schön aus, hält hoffentlich durch und Kinder sind begeistert. Mal gucken, was ich mir so einfallen lassen habe. So, unterwegs auf dieser Strecke hier, auf dieser kleinen 3,5 Kilometer Strecke, sind ganz viele auch Tafeln, wo man etwas mehr über die Natur lernen kann. Wie jetzt zum Beispiel hier die europäische Hauptwasserscheide mit einer Erklärung dazu. Weil da vorne war schon was von Totholz und von Granitbecken und Quarzgängen. Der Weg ist bis jetzt sehr schön, also breit, kleine Forststraße. Und so, dass man eigentlich an sich auch hier schön laufen kann, auch mit Kinderwagen laufen kann. Ihr seht hier die ganzen Ringe, die Baumringe. Daran erkennt man, wie alt ein Baum auch ist und man erkennt auch, wie der Sommer gewesen ist. Wenn man hier reinschaut, die Ringe, dann seht man hier, dass sie mal näher dran sind, mal weiter weg sind. Das heißt, wenn die näher dran sind, das heißt, in den Jahren gab es wenig Wasser, war es ein trockener Sommer. Und weiter weg heißt, es war ein guter Sommer, wie jetzt hier. Und somit seht ihr hier den ganzen Jahresring. Wenn man jetzt die theoretisch zählen würde, käme raus, wie alt der Baum ist. Da kann man das nämlich herausfinden. Genau, das ist nämlich hier, siehst du überall diese Ringe, auch hier. Hier am besten. Genau. Oder hier, hier sieht man es ganz deutlich. Da geht es hier immer rum. Und dann kann man es immer schön sehen und erklären. Hier ist der Abzweig. Hier geht es durch den weiteren hoch zur Burgruine Weißenstein. Man kann aber auch mit dem Kinderwagen, haben wir jetzt gerade geschaut, wahrscheinlich hier rum oder weiter vorne, also kurz bevor dem Abzweig, auch rechts hoch und dort zur Burgruine laufen. Aber wir gehen jetzt mit den Kindern durch den Wald. So, hier kommt man hoch und hier kommt man wieder auf den Weg, wo man auch mit Fahrrad bzw. mit Kinderwagen gehen kann. Also hier dieser Hauptweg und dann gehen wir einfach hierhin weiter hoch, die nächsten 200 Meter. Die Burgruine Weißenstein. We'll be right back.
Jetzt sind wir auf dem Weg zur Kreuzkirche, ist das, glaube ich. Am Wegesrand finden wir überall Fliegenpilze. Die Strecke hier ist jetzt schon wieder besser. Also die ersten, sag ich mal, 150, 200 Meter muss man zum Teil den Kinderwagen tragen. Und jetzt wird es halt wieder besser, der Weg. Jetzt schauen wir mal, wo diese Kapelle ist, und dann geht es zurück zum Parkplatz. Einen schönen kleinen Ausflug. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Nachdem wir im Fichtelgebirge waren, geht es hoch an die Ostsee auf die Insel Rügen, um dort den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu fotografieren. Herzlich willkommen zur Sonnenauf- und Untergangsfotografie in Nordrügen, um genau zu sein auf der Halbinsel Wittow. Die Halbinsel Wittow befindet sich im Norden von Rügen und unsere Plätze, die wir heute anschauen werden, sind Julius Ruh, Transke und Wieg. Julius Ruh ist der Ort für Sonnenaufgangsfotografie, weil im Osten liegt, und Transke und Wieg liegt ja am Westen, deshalb Sonnenuntergangsfotografie. Transke ist an sich bekannt als Badestrand, das ist der letzte große Strandabschnitt auf Rügen im Norden. Wenn wir dort tagsüber hinkommen, finden wir kaum einen Platz, weil es immer voll belegt ist mit Menschen bei schönem Wetter. Kommt man jedoch am frühen Morgen hin zur Sonnenaufgangsfotografie, ist man häufig alleine dort und kann den Strandabschnitt wunderbar genießen. Doch eine der größten Herausforderungen in diesem Strandabschnitt ist es, einen geeigneten Vordergrund zu finden. Ob nicht gerade zufällig ein Ast im Strandabschnitt liegen hat oder etwas anderes Schönes entdeckt, ist es etwas schwer, einen Vordergrund zu finden. Aber ab und zu hat man auch ein Glück, dass ein Vogel durchs Bild fliegt. Von Julius Ruh aus kann man nach links hinten dann auch das Kap Arkona sehen. Da die Sonne bekanntlich im Westen untergeht, müssen wir uns auch an Westlichwitz begeben. Und dort gibt es drei Plätze, die mir persönlich zur Sonnenuntergangsfotografie wunderberfallen. Das eine ist Rehbergort, das andere ist der Ort Wieg. Und zwar am Hafen und der Kreidebrücke. Und der dritte Ort ist der Steinstrand am Bug oder Bug, also am Ausgang von Transke Richtung Bug fährt. Wir schauen uns als erstes Rehbergort an. Rehbergort ist eine kleine Ferienhaussiedlung, gehört natürlich zu Transke und etwas versteckt. Wenn man vor der Einfahrt nach Rehbergort steht, in diese Siedlung rechts, geht ein Weg entlang hinter der Siedlung. Und man kommt dann zu einem Strandabschnitt, der auch tagsüber sehr ruhig ist und natürlich abends schöne Blicke bietet zum Sonnenuntergang. Der nächste Ort ist Wieg. Wieg ist ein kleiner Ort mit einem schönen Hafen und einer Kreidebrücke. Dort wurde damals das Kreide verschifft, was abgebaut worden ist.
und es bietet wunderbare Möglichkeiten für eine Sonnenuntergangsfotografie mit maritimer Stimmung. Das heißt, den Hafen, die Schiffe, Kreidebrücke im Vordergrund. Hier, je nachdem, wo man steht, geht die Sonne entweder hinter den vielen Booten unter oder drüben an Transke oder natürlich beim Bug. Kleiner Tipp, es kann sein, dass es wie schlechtes Wetter ist, aber drüben an unserem nächsten Ort schönes Wetter ist für den Sonnenuntergang. Auch dies habe ich schon mehrmals erleben dürfen. Wir gehen jetzt zu unserem nächsten Ort. Unser nächster Ort ist der Steinstrand bei Bug. Es ist ein langer Strandabschnitt mit Stein und dort kann man ja Thema, aus welchem Blickwinkel man das fotografieren möchte und welchen Vordergrund man haben möchte, immer wieder schöne Motive finden für einen Sonnenuntergangsfotografie. Man sollte aber wissen, dass dieses kein Geheimort ist, sondern dass sich abends zum Sonnenuntergang viele Menschen dort tümmeln. Von dieser Stelle aus hat man auch einen Blick auf die Insel Hiddensee mit seinem Dornbusch, den Leuchtturm. Und zum Abschluss ganz kurz mein Projekt. Ist eine Sonnenuntergangsfotografie, dass die Sonne genau unter dem Leuchtturm auf Hiddensee untergeht. Die Vorbereitung und Durchführung dieses Projekts folgt in einem späteren Video. Dort nehme ich euch auch gerne mit bei der Planung. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, diese Bilder und diese wunderschöne Zeit dort auf Rügen. Wir hoffen, es kommt auch irgendwann die Zeit wieder, wo wir reisen dürfen und auch übernachten dürfen. Aber ich gehe davon aus. Also in der nächsten Folge von The Seven Summons im Vogtland stelle ich euch den Eisenberg vor. Die Seven Summits des Vogtlandes. Heute der Eisenberg zusammen mit dem Rosenturm als Aussichtsturm. Der Eisenberg liegt am nördlichen Ende der Talsperre Pöhl, einem Erholungsgebiet in der Nähe von Plauen. Um auf den Eisenberg zu gelangen, kann man entweder von einem der Parkplätze dorthin laufen oder eine etwas weitere Wanderung im Lochbau oder da. Egal welchen Weg man wählt und welche Strecke man wählt, es ist eine herrliche Strecke, die durch den Wald geht. Es ist bei Sommer und Winter, bei Wärme und auch bei Schnee eine angenehme Wanderung. Auf der Spitze des Berges steht der Mosenturm, ein Aussichtsturm, in der man eine wunderschöne Aussicht über das Vogtland hat, bis hin zur Elstertalbrücke. Oder auch natürlich über die Talsperre Pöhl, die auch als Vogtländisches Meer bezeichnet wird. Die Talsperre Pöhl bietet die Möglichkeit, natürlich baden zu gehen, sowie Schiff zu fahren, einen Kletterwald oder auch Minigolf und andere schöne Spielplätze. Im Mosenturm hat man auch einen herrlichen Ausblick auf den Sonnenaufgang, wenn man früh bei Zeiten dort ist.
Gleich unterhalb des Eisenberges befindet sich das sogenannte Triebtal. Das Triebtal ist ein Paradies für Fotografen, aber auch für Naturliebhaber. Es ist ein Tal und damit bietet es auch in warmen Sommern eine wunderschöne Abkühlung. Der Trieb kommt von der Talsperre Pöhl und mündet bei der Elstertalbrücke, der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt, in die Weiße Elster. Bei jeder Jahreszeit und bei jedem Lichtverhältnis ist ein wunderschöner Spielplatz für Fotografen, aber auch ein schöner Ort für Ruhesuchende. Nun ist wieder Zeit für unser Bergwander-ABC und heute schauen wir mal, welche Buchstabe heute dran kommt. Das C kommt heute dran, wie auch immer man das gerade drehen muss. Genau. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil vom Bergwander-ABC. Heute haben wir das C. Oder so, wie auch immer. C. Ich habe mir überlegt, was wäre am Bergwander-ABC, was könnte man dort unter C reinpacken. Und also ich dachte reinpacken. Kleines Wortspiel. Packen. Ich denke, ihr kennt das alle, wenn wir irgendwo hinfahrt, Urlaub, Wandertour und so weiter und so fort, und das geht das Packen. Kommt meistens das große Problem, was nehme ich mit, was lasse ich da, habe ich alles, habe ich gegebenenfalls was vergessen. Ich sage immer wieder, wenn wir mit der Familie verreisen und sage, okay, das Wichtigste ist eine Ausweise, Geld, Geldkarten und so weiter und so fort. Und ich sage, notfalls muss man halt dann was kaufen, wenn wir irgendwas vergessen haben, wie Zahnbürste und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man am Berg unterwegs ist. Dort gibt es keinen Supermarkt, nichts, wo man schnell anhalten kann. Auf den Hütten kann man nicht mit Karte zahlen, also braucht man Bargeld. Und all diese Dinge. Deshalb möchte ich heute kurz über eine Checkliste sprechen. Checklisten helfen einem, an alles zu denken. Es gibt allerdings ein Problem, wenn man im Internet Checkliste googelt, findet man verschiedene Checklisten. Oft von großen Firmen, Outdoor-Firmen und so weiter, die natürlich auch ihre Produkte drauf platzieren, um natürlich die anzuregen und anzuwerben, Dinge zu kaufen. Ich selber habe eine Checkliste entworfen, die ihr gerne bei mir im Internet auch runterladen könnt. Ihr geht einfach auf www.unterwegsmitbasti.de und dort in den Download-Bereich und da findet ihr die Checkliste, so eine Basic-Checkliste zum Runterladen, zum Anpassen und so weiter. Denn es ist nicht eine Checkliste, die für alles gilt, sondern es ist immer eine Frage, was mache ich für eine Tour? Gehe ich ins Ausland? Bleibe ich in Deutschland, Österreich? Brauche ich ein Visum? Ist es eine Eintagestour? Ist es nur eine Wanderung? Ist es eine Hüttentour? Ist es eine geführte Wanderung? Und so weiter und so fort. Und deshalb ist es wichtig, dass man dort auch eine Checkliste hat, die einen ungefähr auch angepasst ist an diese Planung, was man hat. Ich habe mich selber, die ich entworfen habe, die wir gesagt gerne gratis downloaden können, beginnt damit, dass man sagt, okay, Tourenziel, Tourendatum. Dann habe ich es eingeteilt bis zu 6 Wochen vor Tourenbeginn, dass man dort eine Unterkunft gebührt, sich gebucht hat, Streckenführung bekannt ist, gegebenenfalls nur mit den Versicherungen abgeschlossen hat oder eine Alpenvereinsmitgliedschaft, die Ausweisdokumente, ob noch gültig sind, eventuell Visum beantragen und dann etwas für die Ausdauerkondition natürlich tun. Dann unterteile ich das zwischen 6 Wochen und Tourenbeginn, wo sich nochmal die Frage stellen muss, ist meine Ausdauerkondition ausreichend, ist die An- und Abreise geplant und so weiter. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, nur 2-3 Dinge noch. Ist zum Beispiel auch der Tourenablauf aufgeschrieben und bekannt bei der Familie, Freunde hinterlegt, soweit das auch die Abwesenheit sind. Und dann kommt es halt schon in die Packliste, die man natürlich individuell noch zusammenpacken kann. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man dort einen kleinen Reminder hat und nochmal wirklich sich hinsetzt und überlegt,
was nimmt dich mitnehmen? Wir hatten ja das auch schon für Ausrüstung viele Dinge besprochen, aber es gibt ja auch viele Dinge, die man überlegt, was nehme ich mit, wie nehme ich es mit. Ja, das soll es für heute gewesen sein, fürs C, für die Checkliste im Bergwander C. So, dann ist es da, der Entwurf vom Buch Wandern, Reisen, Fotografieren, der Band 1, der analog zu dieser Sendung natürlich erstellt wird, mit vielen extra Informationen. So sieht es aus, auf fast 90 Seiten, gucken wir mal, genau mehr wie 80 Seiten, fast 90 Seiten, gibt es interessante Informationen zu den Beiträgen, die ihr bis jetzt teilweise schon gesehen habt, teilweise noch nicht gesehen habt. Ja, genau, und wichtige Informationen noch, wie hier das Bergwander-ABC noch, oder auch die Vogtland 77 sind mit drin, und verschiedene andere Dinge, Informationen. Das werde ich jetzt nochmal durcharbeiten, schauen, ob es noch Fehler gibt, ob die Bilder gut geworden sind, die hier drin ist, und dann geht es abmarsch zum Druck, und dann könnt ihr auch die Exemplare bestellen. Preis wird wahrscheinlich 9,99 € sein und als Buch gibt es auch als E-Book für 4,99 €. Wird also in den nächsten Wochen jetzt erhältlich sein. Also lasst uns mal überraschen. Und ich freue mich schon, dass ich jetzt korrigieren darf und lesen darf. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Das war hoffentlich informativ. Es tut mir leid, dass ich keine größeren Streckenrouten euch vorstellen kann. Liegt daran, dass wir im Moment ja aufgrund der Pandemie eingeschränkt reisen dürfen. Was ja auch richtig ist, um diese Pandemie einzuschränken. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt im späten Frühjahr, im Sommer wieder anfängt, dass wir wieder raus dürfen, dass wir verreisen dürfen und auch in die Berge gehen dürfen. Aufgrund dieser aktuellen Situation komme ich natürlich auch wenig dazu, neue Videos zu drehen. Außer hier aus der Region Vogtland, aber ich denke, euch interessiert ja auch mehr andere Regionen. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich nicht die nächste Folge im Mai mache, wie geplant, sondern wahrscheinlich erst im Juni. Also nicht vergessen, das Kanal zu abonnieren und irgendwo hier unten die Glocke zu drücken, dass ihr auch informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und dann ich euch auch mal außerhalb diesen kleinen Radius, wo wir reisen dürfen, mitnehmen kann. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, bleibt schön gesund, tschüss!